Ja, ein Unfall. Ich habe das Freizeitunfall genannt. Daraus können wir aber keine Rückschlüsse über die Schwere ziehen. Auch Freizeitunfälle können tragisch enden. Aber was ist das dann nicht, wenn das ein Freizeitunfall ist? Was wäre das dann also nicht? Wäre kein Arbeitsunfall. Vollkommen richtig. Das heißt, hier greift keinerlei besondere Versicherung. Krankenversichert sind ja die Menschen in Deutschland in der Regel. Aber so zusätzliche Dinge, wie zum Beispiel, wenn da bleibende, ja, Verletzungen bleiben, insofern, dass da eine Erwerbsminderung daraus wird, hat man bei einem Freizeitunfall Nachteile, wenn man keine zusätzliche Unfallversicherung hat, also eine private Unfallversicherung. Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel bei einem Motorradunfall in Ihrer Freizeit verlieren Sie ein Bein, stellen wir uns das mal so vor, ja. Und Sie können dann eine Arbeit, die Sie gemacht haben, stellen wir uns vor, Sie sind Bauarbeiter und müssen auf dem Dach stehen, Dachdecker oder sowas. Sie können diese Arbeit nicht mehr machen. Dann haben Sie ohne eine Unfallversicherung hier nicht so einfach einen Ersatz. Also die Krankenversicherung zahlt für Ihre Behandlung im Krankenhaus. Aber hinterher haben Sie da ein Problem. Wenn das aber ein Arbeitsunfall war, zum Beispiel der Dachdecker fällt vom Dach bei der Arbeit, bricht sich dabei das Bein, das geht so unglücklich, dass er das Bein verliert. Er kann hinterher nicht mehr diese Arbeit ausüben. Also er hat eine sogenannte Erwerbsminderung. Dann hat er Anspruch auf eine entsprechende Rente, also eine Erwerbsminderungsrente. Okay? Insbesondere, wenn das ein Arbeitsunfall war. Also das hat weitreichende Konsequenzen, wenn die Folgen des Unfalles Konsequenzen haben für die Erwerbsfähigkeit hinterher. Ein anderer Aspekt ist, dass bei einem Arbeitsunfall zahlt ja die Versicherung des Arbeitgebers oder auch die Berufsgenossenschaft auch die Behandlung und Diagnostik. Und das hat manchmal Vorteile, weil sie dann so ein bisschen wie privatversichert behandelt werden. Mal so grob gesagt. Ne? Also ich hatte mal einen ganz kleinen Arbeitsunfall auf dem Weg. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, auf dem Weg zu einer Arbeitsstelle, die ich damals hatte, noch als Student, und hatte dann da irgendwas am Finger. Und dann wurde also sofort gesagt, alles überhaupt kein Problem, wenn wir jetzt hier Bildgebung, auch wenn wir ein MRT machen müssten, das ist also ganz easy, weil eben im Hintergrund diese Tatsache stand, Arbeitsunfall. Ne? In meinem Fall ist da nichts Schlimmes gewesen, aber merken Sie, das bringt einen Unterschied. Okay, soweit mal meine kleine Einführung hier. Übrigens ist das jetzt keine Beratung zu den ganzen sozialversicherungsrechtlichen Dingen. Das ist sehr, sehr, sehr kompliziert und komplex. Alles kenne ich mich auch nicht aus, aber das sind so die Basics. So kann man sich das grundsätzlich vorstellen, ja. Deshalb ist diese Frage, war das jetzt auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause, die ist schon relativ wichtig dann mittelfristig, ne? Gut, also hier haben wir jetzt eine verunfallte Patientin, das ist die Kerstin Steinbrecher, passt auch noch der Name. Und sie ist beim Inlineskaten gestürzt und der linke Arm ist bei ihr, also jetzt, den hält sie sich ganz nah an der Seite, der tut offensichtlich weh. Was Sie auch sehen, ist, dass die Frau Steinbrecher, sie ist auffallend blass. Auffallend soll heißen, es gibt ja auch viele blasse Menschen im Winter in Deutschland, das wissen Sie, aber auch die Lippen, ja, also nicht zyanotisch, aber sie ist wirklich richtig, richtig kreidebleich. Ist übrigens auch ein Wort, ne? Kreidebleich, ne? Wie die weiße Kreide, ja, so Kalk, ja, man sagt auch Kalk. Bleich, ne? Also kreidebleich. Ja, das ist so ein umgangssprachlicher Begriff. Sie ist kreidebleich, sie hat Schmerzen. Sie ist in Begleitung von einem Mann. Sie ist also mittleren Alters, irgendwie ein Mann ist da mit ihr dabei. Und der Mann hat im Gepäck diese Inline-Skates, also die sind offensichtlich gleich von der Straße dann ins Krankenhaus gekommen. Prima, legen Sie mal los. Haben Sie Schmerzen?
Ja, vor Guten allem der Tag, linke liebe Arm. Dr. Ja. Alexandra, haben Sie Ja, Schmerzen, Frau Steinbrecher? guten Tag, Steinbrecher, mein Name. Also der linke Arm, die Schulter, der ganze Arm tut mir wahnsinnig weh und vor allem auch oben an der Schulter. Können Sie die Arme abheben? Anheben, ne? Abheben gibt es nicht. Abheben ist, weiß ich nicht, SpaceX, irgendwelche Raketen, die heben ab, ne? Oder das Flugzeug hebt ab, ne? Take off. Sie sagen anheben. Nein, das tut wahnsinnig weh. Ich kann den Arm gar nicht bewegen. Spüren Sie eine etwas Kribbeln oder Taubheitsgefühl in das in dieser Arme? Ja, die Hand kribbelt und ich habe auch das Gefühl, dass ich die nicht so richtig, ja, so ein bisschen taub ist sie ja auch. Bis wohin taubt die diese Hände? Also ich habe das Gefühl, so vor allem am kleinen Finger. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich die Hand nicht nach. Also nicht nach oben machen kann. Also sie versucht das sofort zu machen. Also sie kann im Prinzip nicht keine Extension machen. Ja, also eine Extension im Handgelenk, das gelingt ihr gar nicht. Die Hand hängt richtig runter. Können Sie die Finger bewegen? Keine Extension möglich. Das kann sie natürlich so nicht erklären. Das sage ich Ihnen jetzt nur, dass wir keine Mitverständnisse haben. Ja, so schlecht, so ein bisschen so. Sie bewegt die schon irgendwie, aber es wirkt alles nicht sehr sportlich. Frau Steinbecher, was passiert mit dieser Unfall? Ja, also wir waren im Stadtpark in Lineskaten und jemand hat den Hund laufen lassen und der Hund ist mir zwischen den Beinen durchgerannt und ich habe mich so erschrocken, dass ich da komplett, also voll hingefallen bin und ich bin an eine Parkbank gestoßen, so eine Parkbank eben, ne? Also so aus Stein oder Holz oder irgendwie sowas, ne? Was Festes ist sie dagegen geprallt. Haben Sie am Kopf verletzt? Ja, ich habe eine große Schramme. Eine Schramme, was ist das denn? Ich habe eine Schramme an der Schläfe. Das hat auch ein bisschen geblutet und auch an der Unterlippe. Was ist das, Schramme? Eine Schramme ist im Prinzip ein umgangssprachliches Wort für eine Schürfwunde, würde man wohl sagen. Ja, also es ist eine Abschürfung. Schramme ist so ein bisschen eine Verharmlosung. Ja, ist nur eine Schramme, sagt man auch. Ja, also das sagen häufig Männer. Ja, ach, ist doch nichts, ist doch nur eine Schramme. Ne? Und dann hinterher haben sie tiefe Schnittwunden irgendwo. Ja, also es ist eher so der in Richtung Schürf. Wunde, Schramme, genau. Und die Unterlippe ist aufgeplatzt, sagt sie auch. Auf. Haben Sie Kopfschmerzen? Nein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch irgendwie ein Zahn ist locker. Da der unten, der links am Schneidezahn. Also neben dem Schneidezahn, dieser Zahn, der tut auch weh und ist locker. Und sehen Sie gut? Ja, eigentlich schon. Also ich trage keine Brille, ich sehe immer gut und habe auch heute alles gut gesehen. Haben Sie das Bewusstlosigkeit verloren? Ne, waren Sie bewusstlos? Ja. Oder haben Sie das Bewusstsein verloren? Ich finde es immer wieder Ah schön, ja, wie das Bewusstsein, wie das immer wieder verunsichert. Ne? So ist es. Nein. okay. Und ist Ihnen schwindelig? Nee, schwindelig eigentlich nicht. Ich hatte so einen blutigen Geschmack im Mund. Ich habe irgendwie mir wohl auch das mit der Lippe, aber das ist jetzt wieder besser. Und
sonst gar nichts. Mir tut einfach nur die Schulter so wahnsinnig weh. Können Sie mir da vielleicht irgendwas dagegen geben? Ja, ich gebe Ihnen alles schnell als möglich ein Schmerzmittel, aber ich möchte ein paar Fragen stellen. Haben Sie erbrochen? Ist gut. So schnell wie möglich. Das ist eine Standardformulierung, ne? Bitte mal lernen alle. So schnell wie möglich. Ne? Ein Schmerzmittel. Nein, Erbrochen habe ich nicht. Ist Ihnen übel? Nein, übel ist mir nicht. Mir ist nur so, ich würde sagen, ein bisschen schwindelig. Mir war jetzt heute auch schon den ganzen Tag ein bisschen schwindelig. Haben Sie mit die Hand nach hinten oder nach vorne umgeknickt? Also ich bin eher so, habe ich das Gefühl, auf den Ellenbogen und an den Oberarm gestoßen. Also wir waren ziemlich schnell unterwegs, ja, mit guter Geschwindigkeit auf so einem Weg, der eigentlich auch nur für die, jetzt meldet sich vielleicht mal der Freund, weil sie ist nicht so, der Freund sagt jetzt, okay, ich bin jetzt, also der Freund von ihr, ne? Müssen Sie klären auch, wer ist denn das eigentlich, ne? Also er ist aber mit dabei, er gehört offensichtlich mit dazu und sagt, ja, wir sind gefahren auf einem Weg, der ist eigentlich nur für Fahrradfahrer und Inlineskates und dann ist dieser Köter da über den Weg gerannt und sie ist da voll drüber. Ich habe das gesehen, sie war vor mir und sie ist so voll mit der Schulter gegen eine Parkbank gefahren. Ja, sie ist so gestürzt und da voll davor mit der Seite. Sah richtig heftig aus. Haben Sie eine Schwellung in einer Arm oder einer Hand bemerkt? Es ist alles blau, also sie hat vielleicht so eine etwas leichtere Sportbekleidung an, also so ein bisschen, sagen wir mal, so kurzärmlich. Man sieht also den Arm und der Arm ist also grün und blau, vor allem der Oberarm. Ja. Aber gibt es keine Schwellung? Naja, ist doch auch etwas geschwollen, ja. Doch im Seitenvergleich sehen Sie doch, der linke Arm ist auch tüchtig geschwollen. Nur die Oberarme oder die Schulter auch? Ja, dazu müssten Sie das mal aufschneiden, da dieses Trikot, was sie anhat. Aber vor allem der Oberarm. Ne? Ja. Sie sehen auch, dass irgendwie im Bereich des Schlüsselbeins das komisch aussieht. Ja, das tasten Sie dann vielleicht auch und dann merken Sie, das tut ja also auch weh und da ist wie so eine Stufe drin. Also das ist auffällig. So eine Stufe im Schlüsselbein. Können Sie Ihre Beine bewegen? Beine, ja, ich bin jetzt hier normal hergelaufen. Zum Glück hatten wir unsere normalen Schuhe im Rucksack dabei. Wie würden Sie denn mal klären, wer dieser Mann ist? Versetzen Sie sich da ruhig richtig rein in die Situation. Sie wollen ja da kurz klären. Wer ist denn da, wer hier? Wie sind Sie mit Frau Steinbrecher verwandt? Nee, verwandt sind wir nicht. Ich bin der Freund. Gut. Ja? Pure Begeisterung. schon wieder so ein besorgter Freund. Ja, gut. Genau. Also das ist der Freund, genau. Aha. Ja, weiter. Frau Steinbrecher, wie stark ist der Schmerz auf einer Skala von 1 bis 10? Genau, können Sie doch alles, wissen Sie, das sind doch so unsere Basics, diese ganzen Sachen abfragen. Müssen wir halt üben für diese elende Prüfung, auch wenn das Ganze unrealistisch ist. Ja, sehr stark, dann fragen Sie jetzt auf der Skala von 1 bis 10 und dann sagt sie 8 bis 9. Okay. Und das war jetzt der Schmerz an der Schulter? Am Oberarm. Am Oberarm. Gut. Und wenn Sie da auf das Schlüsselbein, wenn Sie da so ein bisschen drücken, weil Sie dahin mal palpieren, dann schreit sie. Dann sagt sie, au, au. Ja, das ist also auch ganz heftig. Ne?
Okay, Sie haben ja auch uns erzählt, dass Sie eine Schürfwunde an der Schläfe haben. Wo genau ist die? An der linken, ja, so richtig quer über die linke Schläfe. Richtig so, ne? Haben Sie vielleicht Blut oder eine Flüssigkeit aus dem Ohr gehabt oder gesehen? Nee, das nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie so richtig aufgeschlagen bin mit dem Kopf, sondern habe mich da halt nur so ein bisschen gekratzt, als ich dann auf den Boden gefallen bin irgendwie von dieser Parkbank. Muss aber irgendwie ja mit der Unterlippe da noch hängen. Ja, das alles. Außer dieser Schulterverletzung, haben Sie andere Verletzungen? Bleiben wir kurz noch beim Kopf. Schließen wir den ruhig noch ab. Gab es noch was zum Kopf, um da irgendwie sicher zu sein? Oder sind Sie fertig? Also Blutungen aus dem Ohr oder aus der Nase? Und nein. Nein. Also, nein. Genau, nein. Sehr gute Fragen. Okay. Sehr, sehr gut. Ganz wichtig. Könnten Sie sich an diesen Unfall erinnern? Hat sie eigentlich ja schon ganz gut erzählt, den Unfall, oder? Ja. Also, ne? Also wir stellen uns mal vor, das war die Frau, die das jetzt berichtet hat, dass dieser Hund kam, oder? Oder wer hat das? Hat das der Freund erzählt oder sie? Wie dem jetzt auch sei. Also wenn jetzt die Frau erzählt hätte, wie der Unfall ablief, ist eigentlich klar, dass sie sich auch dran erinnern kann. Wenn der Freund den Unfall erzählt hat, dann müsste man sie tatsächlich fragen. Ne? Ja, ihr Freund hat ja erzählt, wie das passiert ist. Können Sie sich an all das auch wirklich erinnern? Ja, könnte man sie ja fragen. Und dann würde sie auch sagen, ja, ich kann mich an alles erinnern, insbesondere an den Schmerz. Hier fragt jemand im Chat, haben Sie Blut im Mund? Ja, gute Frage, genau, ja. Ich hatte so ein bisschen blutigen Geschmack im Mund von der Lippe und das ist jetzt aber schon wieder besser. Ja. Ohrensause. Gute Luft? Bekommen Sie gut Luft? Gute Luft, ja. Ja. Gute Luft und schlechte Luft? Nein, bekommen Sie gut Luft? Gut Luft. Ja, Luft bekomme ich. Haben Sie Ohrensausen? Nein, hat sie nicht. Aber mir ist etwas schwindelig, aber schon den ganzen Tag heute. Können Sie sagen, wo Sie hier sind? Ja, im, weiß ich nicht, im Marienhospital oder irgend sowas. Ja? Okay. Und welche Tageszeit haben wir ungefähr? Ja, nachmittags um, weiß ich nicht, ungefähr um 3 oder 4 wird es wohl jetzt sein. Das stimmt dann auch, ja? Okay. Frau Steinbrecher, waren Sie auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause? Genau, ich habe Ihnen ja Vorgeschichte erzählt, aber Sie müssen es ja eigentlich fragen, richtig. Genau, nein, wir waren im Stadtpark einfach Inlineskaten. Also das wäre jetzt ungewöhnlich, wenn das jetzt die Arbeit gewesen wäre. Auch wenn das bei Homeoffice ja theoretisch möglich ist. Ist aber nur Spaß. Selbstverständlich, wenn sie im Homeoffice ist, wenn sie dann in den Stadtpark geht und dann Inlineskaten fährt, ist das natürlich kein Arbeitsunfall. Ja. Das war jetzt natürlich nur Spaß. Okay, weiter. Leiden Sie an einer chronischen Erkrankung? Ja, ich habe eine Anämie. Und das habe ich hin und wieder mal. Ich habe es mit der Schilddrüse und ich habe einen Diabetes. Was nehmen Sie gegen Diabetes? Insulin. Ich habe diesen Typ 1. Seit wann? Seit meinem 25. Lebensjahr. Haben Sie heute und wie alt sind Sie? Bleiben wir mal da auch dabei. Wenn Sie das auch alle im Team machen, springen Sie ein bisschen weniger. Wir sind ja jetzt bei einem ganz neuen Ding, was da aufgemacht wurde. Da wurde der Diabetes. Dann ist es schon sinnvoll, wenn wir dabei auch einen Moment lang bleiben, bis das besprochen ist. Also die Kollegin macht das sehr gut, dass sie da dabei bleibt. Genau, seit wann hat sie das? Wie alt ist sie eigentlich? 35 ist sie jetzt, also ungefähr 10 Jahre logischerweise. Noch was Sie wissen wollen dazu?
Wann haben Sie letztes Mal die Blutzucker gemessen? Direkt bevor wir losgefahren sind. Also bevor ich Sport mache, messe ich immer. Und es war super. Also ich hatte vorher zum Kaffee ein bisschen Obst gegessen. Also ich war 130, also relativ viel, sage ich mal. Und wollte deshalb jetzt auch Sport machen, dass der Zucker so ein bisschen runterkommt. Sind Sie geimpft? Ja, was Zum meinen Sie? Tetanus? Ja, ich denke, die normalen Impfungen habe ich wohl alle, ja, ich denke schon. Wie wäre die, haben Sie etwas mit Hebertheroid oder? Mit der Schilddrüse. Ne? Schilddrüse, ja. Ich hatte mal eine Schilddrüsenoperation, sie hat also auch so einen Schnitt am Hals, das sehen Sie beim genauen Hinsehen. Nehme da jetzt immer noch auch eine Tablette, ja. Haben Sie diese Tablette heute eingenommen? Ja, muss ich immer morgens vor dem Frühstück nehmen. Wie das aber genau heißt, weiß ich jetzt nicht. Das nehme ich schon so viele Jahre. Da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Plus Amen, wie wird das behandelt? Hin und wieder bekomme ich dann mal so Eisentropfen. Das ist ziemlich eklig, das muss ich dann trinken für ein paar Wochen. In letzter Zeit habe ich das wieder mehr gemerkt, ja. Vielleicht hätte ich jetzt auch ein bisschen vorsichtiger sein müssen mit dem Sport. Aber es war wirklich dieser Hund schuld dran. Also ich war eigentlich, sonst wäre ich nicht hingefallen. Sie erzählen, Sie waren den ganzen Tag schwindelig. Konnten Sie dann sowieso gut mit den Inline-Skates fahren, ohne zu... Ja, Sie haben schon recht. Also es war so ein bisschen grenzwertig. Aber es ging schon. Ja, es ging dann, als wir losgefahren sind, als ich das Gefühl hatte, der Blutdruck geht so ein bisschen hoch, ging es mir besser. Aber meistens morgens nach dem Aufstehen ist es am schlimmsten, dass ich so merke, dass sich also ein bisschen dreht für ein paar Minuten. Haben Sie Allergien? Nichts Besonderes. Ich habe so ein bisschen Hausstaub, aber das ist, ich hatte da mal so eine, na wie heißt denn das, so eine Behandlung dafür, mit so ein paar so Spritzen habe ich da gekriegt dafür. Und dann ist das eigentlich jetzt kaum noch. Wie nennt man das, was Sie da gekriegt haben? Rauchen Sie? Ja, genau. Nein, ich rauche nicht, habe auch nie geraucht. Wie nennt man das, was Sie gekriegt hat wegen der Allergie? Eine Hypo? Sind diese Hyposensibilisierung, nicht? Ganz Spitzen. Genau. Vollkommen richtig. Das hat sie also da gekriegt. Gut. Kein Rauchen. Trinken Sie Alkohol? Nein, auch wenig, selten. Merken Sie, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wird dann fast schon langweilig, weil man sich denkt, komm, ist doch eigentlich alles Pille-Palle so ein bisschen. Aber das ist ein guter Zustand. Wenn Sie das Gefühl haben, es wird Ihnen dabei langweilig, dann kann ich nur sagen, super, dann gehen Sie mal in Ihre Prüfung. Ja, hervorragend. Okay, so ist es. Das ist wirklich jetzt mal FSP-Niveau gewesen. Aber wir sind auch noch nicht fertig mit dem Fall. Wie würden Sie denn jetzt mit ihr reden? Wie geht es denn bei ihr weiter her? Also wir sparen uns jetzt mal die Frage, woran die Eltern gestorben sind. Das ist jetzt einfach mal Quatsch, okay? Das haben wir schon 100.000 Mal geübt. In einer Prüfung, wenn Sie noch Zeit haben, natürlich fragen Sie noch so ein bisschen nach Familie, sozial. Was arbeiten Sie denn eigentlich? Wo wohnen Sie? Wie leben Sie? Haben Sie einen Hund und eine Katze? Und bla bla bla, können Sie, ja? Okay, ich sage es nur, weil es gehört einfach dazu. So, wie reden Sie jetzt aber mit der Patientin? Wie geht es hier weiter mit ihr? Und wie alt sind Sie? 35. Und wir stellen uns mal vor, sie hat eine sportliche Figur, also sie ist irgendwie in einem guten Bereich vom BMI, weiß ich nicht, was geben wir ihr, denn sie ist 1,70 Meter groß,
und wiegt vielleicht irgendwas um die 68 Kilo, sagt sie. Okay, gut. Ja, ich wollte sie jetzt eine Kursuntersuchung und Kursuntersuchen. Ja, und Blutzucker und Blutdruck messen und ich nehme etwas, ich möchte Ihnen Blut abnehmen. Mithilfe dieser Blut können wir wissen, ob alle Blutwerte in Ordnung ist, sind oder nicht. Und ich mache einen Röntgen des Schulter. Während dieser Untersuchung, ich gebe Ihnen ein Schmerzmittel und vielleicht muss wir einen Bauchultraschall, dadurch können wir wissen, ob die Ihre Innenorgane in Ordnung ist oder nicht. Und ja, das alles. Okay, prima, das ist in Ordnung. Ich habe Ihnen so ein bisschen was hier hingeschrieben. Das dürfen Sie sich nochmal anschauen. Ja, zweite Variante. Eine Schädel-CT auch? Ja, reden Sie es mal in Patientensprache noch, bitte. Also wie sagen Sie das zu ihr? Sagen Sie, wir machen jetzt ein Schädel-CT bei Ihnen? Oder was sagen Sie? Ein Kopf, eine Computertomographie, ja, oder? Ja, ich meine, das Wort Schädel versteht sie schon. Aber Schädel-CT ist so ein bisschen, ne? Ja, wir machen ein CT des Kopfes, okay. Wo fangen Sie ruhig nochmal von vorne an. Wir haben ja die Zeit und die Ruhe, dass Sie das wirklich gerne mal üben dürfen. Wie würden Sie es machen? Nochmal von vorne. Wir können mehrere Varianten machen. Lassen wir uns die Zeit. Wir sind eine kleine Gruppe und das sollten wir nutzen. Also, Puss. Aber bevor der Röntgen, Frau Stein... Steinbrecher, glaube ich. Steinbrecher. Könnte es sein, dass Sie im Moment schwanger sind, oder? Aha. Nein, ist eigentlich ausgeschlossen. Hatte jetzt vor 2 Wochen gerade die Periode. Okay, alles klar. Ja gut, wer macht es nochmal von vorne? Komplette Infogespräch. Sie dürfen das auch noch ergänzen. Es war ganz nett, aber es war auch noch nicht vollständig. Sie dürfen auch noch sagen, was Sie noch vermuten, einfach was Ihnen in den Kopf kommt. Los, wie würden Sie mit der Patientin reden? Zweite Variante. Frau Steinbrecher, Sie sollten vielleicht ein paar Stunden zur Beobachtung hier im Krankenhaus bleiben. Vermutlich haben Sie eine Verletzung der Schulter oder des Schlüsselbeins. Und wir sollten deswegen Ihr Arm röntgen und dazu noch ein CT des Kopfes machen. Sind Sie damit einverstanden? Haben Sie hervorragend, hervorragend. Patientin ist einverstanden und ich bin vor allem auch einverstanden. Das ist exzellent. Was machen Sie denn noch hier? Machen Sie mal Ihre Prüfung. Sehr schön. Das ist perfekt. Schauen Sie mal, das ist doch ein schöner Anfang. Ganz natürlich. Ja, Sie sollten ein paar Stunden zur Beobachtung hier bleiben und so weiter. Vermutlich haben Sie. Das gefällt mir viel besser als dieses. Aufgrund Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf. Oh, so redet ja kein Mensch, ne? Sondern vermutlich haben Sie das und das. Ja, wir sollten deswegen das und das machen. Ja, das ist eine ganz große Empfehlung von mir, dass Sie so reden. Ganz natürlich. Sehr schön. Schönes Beispiel. Möchte es noch jemand probieren? Eine eigene Variante. Nochmal von vorne. Sie dürfen gerne ein bisschen ausführlicher sein. Die Kollegin hat ja jetzt hier brilliert durch sprachliche Brillanz, das war super, aber man könnte es ja auch noch ein bisschen ausführlicher machen. Wer möchte eine Variante 3 machen? Möchten Sie nicht? Okay, ist in Ordnung. Dann ist es gut so. Haben Sie ja jetzt Beispiele, an denen Sie sich orientieren können. Das ist ja auch gut. Ja gut, stellen wir uns mal vor,
Sie bekommen da jetzt ein Bild von also einem einigermaßen komplizierten Humerusfraktur. Und das ist also alles epikondylär und so weiter. Also es ist eine Humerus-Schaft-Fraktur. Ja? Humerus-Schaft-Fraktur plus Clavicula-Fraktur. So, das soll jetzt einfach mal sein. Aber AC-Gelenk ist intakt. Okay, das kriegen Sie jetzt hier aus der Bildgebung zurück. Wie würden Sie denn darüber jetzt mit der Patientin reden? Vielleicht auch so ein bisschen, wie es weitergeht. Ganz grob. Und Sie machen sich gleichzeitig aber auch so etwas Sorgen um diesen ganzen ja, DMS-Status da der linken Hand. Das ist also nicht gut. Ja? Wie reden Sie jetzt mit ihr? Ja, Frau Steinmeier, ich glaube, haben Sie gebrochen, diese Längsarm. Müssen dieser Arm konservativ behandeln mit Ruhestellung? Das heißt, wir müssen eine Gipsverband darauf legen und das gebrochene Bein richtig zu heilen. Schauen Sie mal, das sind hier so Formulierungen. Ja? Wenn Sie Gips sagen wollen, dann geht das so. Ne? Wir müssen einen Gips umdehnen, was auch immer, Oberarm, Unterarm, um das natürlich auch. Wir müssen die richtige, ne, das Handgelenk oder was auch immer dann gebrochen ist. Sie bekommen einen Gips umdehnen und hier Oberarm in dem Fall. Ja. Okay, gut, eine Ruhigstellung. Okay, richtig, der Oberarm ist gebrochen oder auch der Oberarmknochen geht auch. Mhm. Es würde reichen, wenn Sie sagen Oberarm. Ne? Sie haben sich den Oberarm gebrochen. Das reicht, dass das der Knochen ist, ist ja klar. Okay, gut. Ja, was hat sie sich denn noch gebrochen? Ist das schon alles? Hier steht ja noch mehr, schauen Sie. Ja, haben Sie auch Sie haben auch eine Schlüsselbein gebrochen und das wir können konservativ behandelt. Bisschen Grammatik. Sich etwas brechen ist die Fraktur. Okay, man hat sich etwas gebrochen. Sich etwas brechen. Ja, oder Sie können sagen, also entweder Sie sagen, Sie haben sich den Oberarm gebrochen, oder Sie sagen, der Oberarm ist gebrochen. Das wäre die Variante. Dann ist es anders. Ne? Der Oberarm ist gebrochen. Dann ist hier kein Sich da drin. Ist gebrochen. Wie das grammatikalisch heißt, weiß ich nicht. Aber das sind die zwei Varianten. Ne? Das wissen Sie besser als ich, wie das heißt. Okay. Ja, wir müssen den Oberarm ruhig stellen. Wir müssen den, was auch immer, Oberarm ruhig stellen mit einem Gips. Oder mit einem Gips ruhig stellen, wäre eigentlich noch besser. Ja, so mit einem Gips ruhig stellen. Merken Sie sich diese Formulierung. Ja? Gut. In Ordnung. Was ist jetzt hier noch, was Sie hier vielleicht befürchten? Da ist ja was los, die Hand ist taub und kribbelt und so weiter und so weiter. Was müssten Sie ihr da vielleicht auch sagen? Ja, wenn die Finger blau, weiß oder ganz kalt oder stark geschwollen oder kribbeln werden, müssen Sie, halten Sie die Arme ein bisschen hoch. Wenn die Symptome verbessert sind, oder okay. Nicht verbessert, jo. Können Sie mit der Hausarzt anrufen. Wenn es davon nicht besser wird, dann.
Okay, also was Sie da erzählen jetzt ist vom therapeutischen Ansatz so ein bisschen Kriegsmedizin, aber also darum geht es mir jetzt nicht. Mir geht es um die Formulierung, wenn es davon nicht besser wird, dann. Also Sie würden sie natürlich nicht mit einer kribbelnden Hand aus ihrer Notaufnahme rausgehen lassen, klar. Mal eine andere Variante. Wie würden Sie das ihr jetzt erklären, was da vielleicht los ist? Was könnte da verletzt sein noch am Arm? Müssen Sie ja vielleicht mal thematisieren. Könnte das nicht ein Kompartimentsyndrom oder wie heißt das nochmal? Kompartimentsyndrom sein. Ist Ihre Hypothese, dürfen Sie einfach mal erklären, wenn es das wäre, wie würden Sie denn mit der Patientin reden? Es könnte sein, dass die Schwellung im Oberarm einige Nerven oder Nervenbahnen oder Gefäße drücken. Mhm. Und genau. Deswegen die Gefühlsempfindung an der Hand zerstört oder gestört ist. Mhm. Wir müssen den Oberarzt suchen, damit er sich darum kümmert. Ich habe keine Ahnung, also nein. Finde ich sehr gut. Ist eine genau gute Lösung. Richtig, Sie haben genau so weit erzählt, wie Sie es wussten. Und dann haben Sie gesagt, das müssen wir mit dem Oberarzt besprechen. Ja, aber Ihre Prüfer würden daraus sehen, aha, Sie haben erkannt, dass irgendwie in dieser Anamnese hier noch irgendwas, da steckt noch ein Problem mit dieser Hand. Und Sie haben das ordentlich gewürdigt und haben gesagt, da ist was. Es ist zwar kein Compartment-Syndrom, aber das wäre in einer FSP jetzt egal. Verstehen Sie? Sie haben eine Hypothese und Sie haben es ordentlich kommuniziert. Das ist, was man von Ihnen will. Ob das jetzt Compartment-Syndrom ist oder nicht, ist nicht entscheidend. Sie müssen das nicht korrekt jetzt stellen. Zu einem Compartment-Syndrom würde ja noch was gehören? Also ja, der Oberarm war ein bisschen geschwollen, aber er müsste natürlich massiv geschwollen sein. Aber das wissen wir nicht. Wir haben den Oberarm ja nicht gesehen. Die Idee wäre auch, was könnte denn außerdem noch diese Nervenschädigung verursacht haben? Wenn es jetzt nicht nicht der Druck von der Schwellung ist, was könnte das noch sein? Sie hat ja eine Schaftfraktur. Vielleicht Durchblutungsstörung? Ja, beides. Also wo kommt diese Durchblutungsstörung jetzt her? Warum? Wenn es nicht die Schwellung ist. Also anatomisch ist doch irgendwie da eine Arterie, die hinter dem Humerus durchführt und dann die Hand durchblutet. Richtig, also, versorgt oder durchblutet. Genau. Ich erinnere es anatomisch wirklich nicht, also die Namen, aber... Brauchen Sie nicht, Sie dürfen, Sie reden ja mit der Patientin. Genau, ja, da dürfen Sie es, ne? Mhm. Ja. Also, wir vermuten, oder ich vermute, ja, oder auch einfach, es ist möglich. Ich finde übrigens hier diese Formulierung heute genial. Es könnte sein, ich vermute, es ist möglich. Das ist genau das, was wir wollen. Legen Sie sich bloß nicht zu früh fest. Das ist ganz gefährlich, auch im realen Leben. Aber was vermuten Sie nun? Dass eine periphere Nervlösion oder geklemmt. Ja, oder einfach bitte, Patient. Dass ein Nerv oder Blutgefäß ja, von den Knochen Bruchstücken richtig verletzt oder wurde. Verletzt wurde. Fertig. Okay? Das könnte die Ursache für Ihre Missempfindungen in der Hand sein. Und deshalb halten wir das für gefährlich und deshalb möchten wir Sie da gerne operieren, damit wir vermeiden können, dass da also jetzt eine Nervenschädigung oder auch eine Durchblutungsstörung ist. Ja. Einfach mal so ein bisschen sich reindenken, okay? Und das ganz einfach sortieren. Das ist das Ziel.
Habe übrigens ein sehr schönes Feedback gekriegt von jemandem. Es haben übrigens viele jetzt die Prüfung gehabt, noch vor Weihnachten, und sehr schöne Feedbacks habe, über die ich mich sehr gefreut habe. Und eine Kollegin schrieb auch, insbesondere Arzt-Patientengespräch hat ihr also viel geholfen in der Prüfung. Ich finde das Arzt-Patientengespräch ja immer so langweilig, weil ich das finde, da ist nicht so viel. Aber es ist doch wichtig und es ist für sie gar nicht so einfach. Ja, gutes Arzt-Patientengespräch führen, das macht viel Eindruck. Weil das ist so das Stiefkind. Wissen Sie, alle lernen Anamnese den ganzen Tag und versagen dann komplett, wenn sie dann dem Patienten was irgendwie in einfachen Worten erklären sollen. Und das können auch die Muttersprachler nicht gut, sage ich Ihnen. Also es gibt viele Kliniker und vor allem geniale Chirurgen, die können nicht mit Patienten reden. Es ist unmöglich. Es geht gar nicht. Von daher ist das eine schöne Übung. Okay. Damit bin ich zufrieden. Ganz, ganz einfach. Ne? Ich vermute, es ist möglich, das und das und das. Nerv, Blutgefäß, Knochen, hat was verletzt. Ja, ganz einfache Worte. Okay. Also nicht peripherer Nerv ist irgendwie eine Läsion. Das machen Sie bitte im Arzt-Arzt-Gespräch. Ja, wenn ich Sie jetzt frage, okay, was ist bei der Patientin? Ist die Fraktur irgendwie kompliziert? Ist die disloziert? Dann würden Sie sagen, na ja, wir haben was. Was würden Sie zu Ihrem Oberarzt sagen? Vermuten Sie, die ist disloziert? Und dann sagen Sie, ja, anhand des klinischen Befundes, los. Wer hat das so schön gesagt? Ja, die Patientin hat Hebostasie und Parastasie. Ich vermute, das hat eine periphere Nervläsion. Ja, fertig. Merken Sie, so in die Richtung. Das machen wir ja dann Mittwoch und Donnerstag, wie immer, klar. Aber so funktioniert es. Bin ich eigentlich zufrieden? Was müsste man Sie jetzt aufklären? Sie möchten Sie bitte aufklären, die bekommt... die bekommt eine Platte auf den Humerus. Plattenosteosynthese Humerus und noch Schrauben und so weiter, das Ganze. Und was machen wir eigentlich mit dem Schlüsselbein? Da kriegt sie auch eine Platte drauf. Also Sie machen bitte Plattenosteosynthese Humerus plus Clavicula. Wie würden Sie sie darüber aufklären? Ganz einfach. Also einfach im Sinne von bitte sprachlich einfach halten, das Ganze. Um die Knochen zu stabilisieren, damit die schneller heilen, würden wir eine Anästhesie ihnen geben? Würden darf wir ich, sie darf anästhesieren? Ich Ihnen, darf ich Ihnen vorschlagen, dass Sie den Satz beenden mit, würden wir Sie operieren? Ah, dann gut. Dann erst mal ein Punkt und jetzt und gehen dann, Sie ins Detail. Jetzt machen Sie mal schrittweise danach, jetzt weiter, neuer Satz. Mhm. Okay, in dieser Operation werden Platten benutzt, die an den Knochen geschraubt werden. Mhm. Und die Heilung viel schneller erlauben. Mhm. Dadurch heilt der Bruch schneller. Lassen wir einfach mal so stehen. Jetzt kommen Sie zu Ihrer Anästhesie. Sie bekommen dafür eine Anästhesie. Oder Narkose. Eine Narkose, ja. Mhm. Und so weiter und so weiter. Mhm. Da kann man jetzt viel Fantasie haben. Es hängt immer davon ab, wie viel Zeit hat man da jetzt in einer Situation. Darüber klärt sie dann noch die Narkoseärztin auf. Mhm. So. Mhm. Und das soll mir jetzt schon reichen. Man könnte das noch ein bisschen weitermachen, wenn Sie da wirklich viel Zeit hätten. Aber es kann auch immer passieren, dass Sie so Kurzaufklärungen machen. Ja, und dann ist es immer gut, wenn man nicht zu sehr ins Detail geht, weil das wirkt komisch, sondern nur so ein Anfang hier mal. Das Prinzip kurz erwähnt und eine vollständige Aufklärung ist das natürlich noch nicht. Gut, was wären denn Risiken und Komplikationen hiervon?
Es könnte zu Infektionen kommen. Mhm. Wir können sagen, Komplikationen treten aber sehr selten auf, wie eine Nachblutung, Infektion, zu viel Wundheilungsstörungen. Und Heilungsstörung. Cool. Ja. Wie sieht es denn aus mit dem Funktionserhalt bei ihr hier? Das ist jetzt ein Fachbegriff. Was kann sie denn da erwarten? Nach ihrem Unfall. Also sie könnte ja fragen, ist hinterher dann alles so wie vorher? Kann ich das alles dann wieder bewegen? Das kommt darauf an. Worauf denn? Wer hat Fantasie? Hier schlägt übrigens noch jemand im Chat Materialbruch vor. Genau, und dann würden Sie sagen, diese in sehr seltenen Fällen können diese Metallplatten auch brechen. Aber das ist, ja, das müssen Sie erwähnen, aber es ist eben sehr selten. Dann müssten wir sie nochmal operieren und diese Platten auswechseln. Okay. Das kommt darauf an, ob und wie stark dieser Nerv in Ihrem Arm geschädigt ist. Ja, das könnte ja ein Problem bringen, wenn sie da wirklich eine ganz unglückliche Nervenschädigung hat, die sie also auch neurochirurgisch nicht so richtig wieder hinkriegen, dann hat sie da ein Problem hinterher. Ne? Das kann bleibend sein. Also darauf kommt es an. Ja, das kommt darauf an, das ist eine gute Formulierung, die brauchen Sie ständig, genauso wie ich vermute, es ist möglich, es könnte sein und so weiter. Ich weiß, es sind Basics, aber mehr machen wir ja hier nicht. Verstehen Sie? Es wird ja nicht schwieriger als das. Ja, das ist in Ordnung so. Prima, haben Sie noch Fragen, Gedanken zum Fall von heute? Ich wollte nur mal ein bisschen besser verstehen, diese Sache mit dem Unfall auf dem Weg oder von der Arbeit zurück. Da muss man ja irgendwie einen speziellen Arzt rufen, der zugelassen ist. Wie funktioniert das? Und, ich habe das noch nie gehört, darum frage ich. Ja, richtig. Also man nennt es Durchgangsarztverfahren oder eben D-Arztverfahren und dann ist das der sogenannte D-Arzt. Und diese Ärzte sind in der Regel Fachärzte für Unfallchirurgie und also Orthopädie-Unfallchirurgie und die haben eine spezielle Lizenzierung, dass die hier möglichst frühzeitig die Diagnostik übernehmen sollen. Das hat den Grund, dass man natürlich sicherstellen möchte, dass damit es nicht zu einem Rentenanspruch kommt, möglichst eine optimale Versorgung ist. Also die Versicherungen haben folgenden Gedanken. Wenn wir die Leute irgendwo im System lassen, ist das Outcome in der Regel schlechter. Deshalb hätten wir gerne, dass die etwas spezieller angeguckt werden, weil das verbessert das Outcome und sie haben auch eine andere Dokumentation des ganzen Vorgangs. Ja, also hier das Ganze ist dann gutachtenfest, weil irgendwann, wenn ein Rentenanspruch hier erhoben wird, dann weiß die Versicherung auch, welche Ärzte erstellen hier die Gutachten. Also das hat viel mit Geld zu tun am Ende des Tages. Das ist alles, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und Sie würden dieses Verfahren dann aktivieren und dann müsste Ihre Abteilung das organisieren, dass es also einen D-Arzt gibt. Ich glaube, die gibt es also in relativ eigentlich allen Krankenhäusern. Da gibt es dann irgendwie einen, der hat dann da diese Lizenz dafür oder so. Oder Sie müssen den Patienten tatsächlich auch verlegen nach einer Erstversorgung. Dass Sie sagen, gut, Sie machen die Erstversorgung und wie das im Praktischen dann immer genau abläuft, kann ich Ihnen nicht sagen, ganz ehrlich. Ja, so ganz konkret. Das hängt sehr von den Umständen ab. Beantwortet das die Frage?